Genau, ich freue mich, dass Marlene zugesagt hat, dass wir das zusammen machen können im Rahmen von dem Cultural Blending Projekt. Und auch das Thema Respekt, da habe ich dann Marlene gefunden und kannte sie aber auch schon und wusste ja, wie sie arbeitet und dachte, das ist doch eine ganz tolle Form. Kalligraffiti ist ja eine Zusammensetzung aus zwei Wörtern, wie ihr euch wahrscheinlich denkt, also Kalligraphie und Graffiti. In der Praxis bedeutet es meistens, dass wir mit breiten Markern schreiben. Es gibt aber auch aus dem Graffiti her Dosen, mit denen man breite Striche sprühen kann. Die werden wir allerdings nicht verwenden. Heute möchten wir mit euch ein Projekt beginnen, bei dem wir auf Plexiglasscheiben schreiben. Dazu erzähle ich gleich mehr. Heute machen wir eben einmal ein kleines Scan-Pen, haben wir jetzt schon gemacht. Gleich gucken wir uns mal Texte an. Den ersten habe ich euch schon gezeigt, den man als Inspiration nutzen kann, nämlich Songtext allgemein. Dann machen wir ein paar Schreibübungen, wie ihr mit einfachen Mitteln eure eigene Handschrift ein bisschen mehr in Style-Writing bringt, so nennt man das, quasi die Vorstufe vom Kalligraffiti. Wer dann weitermachen möchte, da gucke ich individuell einfach, an welcher Stelle wir weitermachen können. Ich kann auch noch Anleitungen dabei für kalligraphische Schriften, die man dann eben als in Style-Writing einfügen kann. Und dann möchte ich heute mit euch nochmal aufs Material gucken. Also wir haben jetzt ein paar verschiedene Materialien dabei und was wir am Ende herstellen wollen, ist ja ein Plexiglas-Kunstwerk von jedem. Eins, vielleicht schaffen wir auch zwei oder drei pro Person. Das sind jetzt solche Teile und was wir damit machen wollen, ist, die zu beschreiben. Ich habe so ein paar kleinere Beispiele dabei mit Inhalten, Botschaften, die wir heute dann aus der Textinspiration uns schon mal suchen. Hier steht zum Beispiel drauf, nein, so nicht. Was ich auch gemacht habe, ist einmal das Wort nein aufzuschreiben. Das ist jetzt tatsächlich eher ein bisschen Lettering-mäßig verarbeitet. Wenn man die dann übereinander legt, hat das so einen ganz lustigen Schatteneffekt auch. Oder so übereinander-illig, so einen Effekt, wo dann die Buchstaben erst als Wort gelesen können, wenn man sich wirklich angeguckt hat, was auch ganz schön ist.